Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. In der letzten Folge haben wir den Schmied entdeckt. Der mir mit seinem Geklopfer auch ein bisschen auf den Geist geht. Wir haben unsere Ausrüstung mal ein bisschen aufgewertet. Uns das Bastardschwert zugelegt. Den gutsten kenne ich ja auf jeden Fall mal aus dem aus Dark Souls 3, aus dem dritten Teil. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina, quite honestly. I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Alter, die Lache. Still closed. Still closed. Still closed. Still closed. Sieht mir erstmal nicht so aus, als würden wir hier weiterkommen. Sigmund von Katarina. Hieß er doch, glaube ich. Weil der Wald hier. Gut, dann schauen wir mal, wie wir mit dem Schwertchen hier zurechtkommen. Oh, jetzt kriege ich ja die Langschwerter en masse hier. Greift jetzt schon nochmal eine ganze Spur langsamer an, leider. Kommt. Wir schauen uns da noch mal oh. Oh, hier ist ja wieder der freundliche Kollege. Wo will er denn hin? Hier bin ich. Okay, das ist natürlich. Jawohl. Oh, 800 Punkte. Und eine Scherbe. Wunderbar. Guter Mann. Da sind meine beiden speziellen Freunde vom anderen Eingang.
Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier abgrasen können. Feuerhüterseele. Feuerhüterseele, okay. Schauen wir doch mal. Was hier jetzt auf uns zukommt. Ach. Der Feuerbannschrein. Übrigens liegt ja da oben noch was. Mir noch gar nicht aufgefallen. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Hier rüberspringen oder was? Durch? Nee. Leider nicht. Eben auf der anderen Seite gucken. Wie komme ich denn hier hoch, bitte? Hier vielleicht? Nein. Muss ich doch irgendwie hochkommen? Ich habe was übersehen noch. Ist ja nix, oder? Na, hier geht's runter zum Friedhof. Den Skeletten. Da oben müsste ich nur irgendwo hin. Vielleicht komme ich da ja auch erst über den Friedhof hoch. Könnte sein, dass ich aber auch einfach ein bisschen blind bin. Nicht sehe. Ah. Hm. Ja, auch keine Leiter oder sowas.
Ist bei dir was Neues? Hello. I will teach you miracles. A promise is a promise after all. War, glaube ich, alles relativ teuer, was der so hatte. Heilung wäre ganz interessant, aber fast 4000 Seelen. Boah, 5000 für den anderen Talisman. Come again. The effectiveness of the teeth. Auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Shortcut. Der hier nach oben geht. Ist aber auch nicht. Geht sogar Gott sei Dank mit der Rolle, dass ich den Sprung mal wieder verkackt habe. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier hochkommen soll. Bin ich irgendwie reinkomme. Das war ganz schön hoch jetzt hier. Aber bestimmt von hier runter und dann darüber springen. Wie komme ich denn da hoch? Das gibt's doch gar nicht. Von der Seite hier nicht. Da war ich ja schon. Hier runterfalle, ist auch um mich geschehen, glaube ich. Na. Ja. Nee, da komme ich wohl nicht hoch. Ah, hier, das ist die andere Seite von dem Türmchen hier. Aber auch hier sehe ich nichts. Mit dem Vogel hier ist auch nichts mehr los. Find's nett. Irgendwie müsste es ja eigentlich gehen, aber.
Vogel da nochmal irgendwie hochbringt? Nee. Ich bin jetzt hier schon 10-mal wieder dran vorbeigelaufen. Na gut. Wollen wir uns mal hier nicht 10 Stunden aufhalten. Können wir gleich hier nochmal eine kleine Rast einlegen. Um mal die Estus-Lockerung wieder aufzufüllen. Und ich habe da jetzt schon wieder die ganze Zeit den Bildschirm angebrüllt. Nicht gesehen habe, wo es hier lang geht. Aber wir gucken jetzt nochmal hier unten rein. Hier waren wir nämlich, auch noch nicht drin. Aha. Okay, geht's halt nochmal runter. Oh, hier schön. Ja. Stürzt man eher auf die Treppe. Sie kann nicht sprechen, okay. Ah ja. Okay. Estus-Flakon verstärken kann ja eigentlich nicht so schlecht sein. Wie aufgefüllt. Achso, plus 1, okay. Sprechen kann sie immer noch nicht. Okay. Das wird wohl die stumme Feuerhüterin sein hier. Vielleicht spricht sie später ja mal mit uns. Gucken, was hier noch so gibt. Finster war's. Wir haben Knast eingesperrt. Was zur Hölle ist hier los? Wo Richtung bewegt sich nicht. Also hier kann ich auf jeden Fall mal mit dem Fahrstuhl fahren. Runterfahren. Ich finde, das hört sich nicht gut an. Gruselig hier. Da liegt schon mal wer oder was? Eine Seele. Ich weiß nicht. Ich fürchte, das ist hier noch nicht so ganz mein Gebiet. Glaube ich's. Obwohl.
Ruinen von Neulondo. Die sind ja eigentlich alle recht easy drauf hier. Panzerbrecher. Wow. Das ist, muss ich sagen, ist schon mal echt gruselig. Scheint mir jetzt fast leichter, das Gebiet oben zu sein. Aber irgendwie träume ich hier auch nicht so richtig rein, merkt man, ne? Wir machen jetzt erstmal oben weiter. Das ist mir hier eine Spur zu dunkel und eine Spur zu gruselig. Außerdem bin ich mal auf den Panzerbrecher neugierig. Aber so leicht wie die Gegner hier waren, taugt der wahrscheinlich auch nicht wirklich was. Können wir auf jeden Fall mal in diverse Richtungen weiter. Haben wir echt mal einen ganzen Arsch voll Optionen. Vielleicht finde ich ja gleich noch raus, wie ich da oben drauf komme. Das gucke ich mir dann vielleicht nochmal an. Ob ich da wirklich blind war oder nicht. Wir machen hier auf jeden Fall mal ein Päuschen und sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.